Hallo ihr Lieben, ja ich bin jetzt in der Garage mit dem Rad hier, habe es wie gesagt ausgebaut und ja, schau mir das mal genauer an. Hier ist es jetzt, ich mache mal ein bisschen Licht an. Ja, die Seite muss ich hier schraubt man den Motor auseinander. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Uns mal die Motorschrauben hier abmachen. Ja, Bremsscheibe ist schon ab, ging leicht und Schrauben gehen ja auch relativ leicht ab. Ich denke mal, die sind so mit 10 Newtonmeter festgemacht. Wahrscheinlich auch noch mit Schraubensicherung. Bremsscheibenschrauben waren natürlich auch mit Schraubensicherung fest. Sieht man ja noch ein bisschen da. Hab die Kassette ab. Die kam hier drauf. Das ist ja eine Schraubkassette. Hier liegt sie. Ja, ich hatte ein bisschen Probleme gehabt, hier die abzubekommen. Diesen speziellen Abzieher habe ich mir bestellt. Den verlinke ich euch mal bei Amazon, falls ihr die Kassette euch holt. Die ist ja besser wie die Originale, habt ihr einen schönen Berggang dabei, seht ihr hier. Das Riesenritzel, da kommt ihr schön die Berge mit hoch. Braucht allerdings diesen Abzieher hier. Der ist wirklich gut, der kostet bloß 10 Euro. Wie gesagt, den setze ich euch mal drunter, damit habe ich es abbekommen. Es ging ein bisschen schwer runter. Ich versuche gerade das Motorgehäuse hier so ein bisschen abzuhebeln mit dem kleinen Schraubenzieher hier. Gucken, ob das klappt hier. Simmering versuche ich erstmal drinnen zu lassen. Müsste eigentlich rüber die Welle gehen. Ich habe das jetzt mal aufgehebelt hier und jetzt kann man es rausziehen. Ich dachte zuerst, man muss hier den Simmerring abmachen, aber ich kann das jetzt alles hier so rausnehmen. Aha, hier haben wir schon. Das gute Stück. Hier so. Also ging jetzt schnell auseinander. Nun müssen wir mal gucken, was hier defekt ist. Sieht das aus? Wenn wir es wieder zusammenbauen, müssen wir natürlich neue Dichtung hier ranmachen an den Deckel. Dirko HT kommt daran. Ja, sieht auch mal gut aus. Schaut mal, da ist ein Plastikrädchen gebrochen. Na gut, dass ich damit noch bis nach Hause gekommen bin. Seht ihr das? Suche mal ein bisschen Licht dran zu machen. Hier ist der Riss. Seht ihr ja? Doch, müsste auf der Kamera zu sehen sein. Ja. So, mal gucken, ich arbeite mich mal weiter voran. Ich schaue mir gerade die Zahnräder an. Ich weiß nicht, ob ihr seht auf der Kamera. Die haben auch ein bisschen gelitten. Seht ihr das hier, das eine? Und hier auch am nächsten hat man überall so eine Stellen dran. Die Zahnräder gibt es übrigens auch aus Metall. Vielleicht sollte man die doch einbauen. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich baue es jetzt mal weiter auseinander. Die beiden Scheiben müssen hier erstmal runter. Ist auf jeden Fall eine Nut hier. So kriegt man es nicht. Oh, nee. Zufälligerweise habe ich ein paar Abzieher da, habe ich mir vor Jahren mal bestellt, eigentlich für den Motorradbereich, aber tja, jetzt kommt es hier mal zum Einsatz. Habe ich bestimmt schon 10 Jahre liegen. Gucken, wie das schnackselt jetzt hier. Wie geht das überhaupt? Funktioniert das? Kommt, Leute, es kommt. Gut. Einfach runter. Machen wir gleich ab. Zu hier. Zack. Schaut mal, jetzt haben wir diese drei Räder hier in der Hand. Gibt es auch bei Amazon, werde ich gleich mal bestellen. Gucken, was die Lara hier sagen. Na gut, das hier geht ein bisschen schwerer. Das ist ja auch das Gebrochene. So dreht sich das hier nicht weiter, so klemmt hier irgendwie. Kann auch an dem Bruch liegen. Ich werde mal hier die Rädchen abbauen. Genau. Schaut mal, ihr Lieben, was angekommen ist aus China. Diese Metallritzel. Passen auch ganz genau, sind genauso breit wie die hier. Seht ihr das? Das sind die Originalen hier linksseitig. Passt ganz genau. Ich kann euch die mal verlinken. Ja, sicherheitshalber habe ich hier mal welche aus Plastik. Die passen auch ganz genau. Also, da habe ich die richtige Größe bestellt. Baue das jetzt zusammen. Das geht ganz einfach. Habe schon zwei drauf. Ja, das kommt jetzt so hier drauf. Wartet mal, hier innen ist ein Sprengring. Denke mal, der muss so. Und dann kommt hier noch dieser Sprengring drauf. Das ging eben ganz einfach mit dem Schraubenzieher ein bisschen gehebelt. Ja, und dann baue ich das gleich zusammen. Ich mache jetzt ja erstmal ins Getriebe ordentliches Wälzlagerfett. Da sind ja jetzt Metallritzel. Will ich ordentlich dran machen. Normalerweise kommt da so ein spezielles Fett dran hier für Plastikräder, aber nee, das nehme ich jetzt nicht her. Wie gesagt, normales Wälzlagerfett kommt jetzt ran für Metall. Ich denke mal, das ist richtig. Werden wir dann sehen.
Und zwar ordentlich, weil ja Metall auf Metall läuft. Ist eigentlich nicht so gut. Bräuchte man wahrscheinlich ein richtiges Ölbad. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Wir testen das jetzt einfach mal. Das ist jetzt ein Testmotor. Mal schauen, wie lange der hält. Der andere hat ja so 1200 Kilometer gehalten mit dem Plastikrädchen. War natürlich auch eine ganz schöne Belastung drauf, immer mit dem Hänger. Bin ja 99% mit dem Hänger gefahren. Mal hinten dran. Das wirkt natürlich, die Kraft ist ja auf den Ritzeln drauf. Alles aus Plastik. Ja. Okay. Vor allem können wir dann auch mal richtig mit volle Hütte fahren. Der Motor hat ja jetzt richtig Dampf. Ja, wartet mal, ich mache hier auch nochmal drauf. So, ich hau es jetzt nochmal mit dem Gummihammer leicht drauf hier. Das Ganze, seht ihr das? Und ja, dann wird es wieder reingebaut. Habe ich auch innen gut gefettet hier, die Zahnräder hier. Oder, also das ist ja hier so ein Zahnkranz. Ich muss hier noch was machen, hier muss ein bisschen Dichtmasse ran. Mal gucken, ob ich noch was da habe. Ich habe noch ein bisschen Dirko HT gefunden. Ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber ich konnte noch ein bisschen was rausquetschen hier. Und habe das Ganze mit dem Schraubenzieher ein bisschen verteilt hier. Gleichmäßig. Ja, das muss ja jetzt wasserdicht sein. Aber jetzt nicht gerade, also es ist jetzt kein Hochleistungsmotorradmotor hier. Ich denke, das reicht so. Wichtig ist gleichmäßig und dass das geschlossen ist hier, diese Dichtmasse. Mal gucken, wie ich es reinbekomme hier. Wie war das jetzt nochmal? Mal einfach drin, wa? Das ist was hier mit Enduro, ne? Ja? Der macht weg hier hin, ja. Ich hoffe, das sind die richtigen. Sehen sie aus. Ah, Mensch. Ich ziehe das Ganze jetzt handfest an. Ich denke mal, das ist okay denn so. Wir hocken ja keine Megakräfte hier. Und ja, dann müsste es eigentlich dicht sein. Theoretisch. Das Hinterrad ist drin. Ja, machen wir mal einen kleinen Lauf. So. Hört sich auch normal an. So. Wunderbar. So, mal eine kleine Proberunde draußen machen, wa? Dann lasst uns mal den Feuerstuhl testen. Mal gucken, wie der Motor läuft. Ich habe jetzt schon eine kleine Runde gemacht. Ja, Motor läuft normal. Hört sich mechanisch ein bisschen lauter an. Geht aber noch. Ich fahre jetzt hier auf Stufe 3. Seht ihr, da macht er knapp 300 Watt so. Oh, da ein Pferdchen. Ja, und hier bin ich. Er hört ja den Motor. Kann euch ja mal runter machen. Hört mal hier. Ja, ein bisschen lauter sind halt Stahlzahnräder, aber ich finde, geht noch. Wie sich das Ganze bewährt, das ja, muss ich jetzt, teste ich jetzt. Ich werde das Fahrrad öfters hernehmen. Allerdings steht jetzt bald meine Deutschlandtour 2023 auf dem Plan. Da werde ich es natürlich nicht hernehmen, dann nehme ich wieder das Liegerad. Aber ja, wie gesagt, das wird jetzt genutzt. Dann werden wir sehen, wie das hält. Eigentlich könnte ich ja mal volle Hütte machen. Bin jetzt hier auf noch nicht öffentlichen Straße. Ja, ist echt eine gute Idee. Wartet mal, wir programmieren gleich mal um. Stellen wir erstmal wieder aus hier. Dann wieder an. Und wisst ihr ja, wenn man diese Tasten hier drückt, oben und unten die Pfeiltasten, kommt er ins Menü. Und jetzt bei C5. Jetzt müssen wir auf 0 stellen, da müsst ihr volle Hütte machen. So, und dann drücken wir jetzt hier drauf und dann hat das abgespeichert. Weiter geht's, mal gucken, was der Feuerstuhl jetzt sagt, ob es wirklich einer ist. Wir können ja auch mal die Geschwindigkeit verändern. Ich bin auf dem Acker hier, kann nicht passieren. Dann geben wir mal Gas. Uiuiui. Wahnsinn, kommt ja nicht mit dem Schalten hinterher. Das zeigt ja ganz schöne Leistung an. Fahre ich 40. Wahnsinn. Guck mal hier. Relativ locker. Das ist jetzt wirklich ein Feuerstuhl. Da soll noch einer was sagen.
Bremsen sind auch wirklich sehr gut hier beim Hemiway. Ja, also funktioniert. Motor ist etwas lauter. Ja, schauen wir mal, wie gesagt, wie der Langzeittest ist. Das war jetzt bloß kurz hier. Jetzt haben wir hier mal einen kleinen Anstieg. Ja, auch super. Nämlich voll hoch. Keine, das Geräusch wird auch nicht doller bei mehr Last. Also das Geräusch könnte natürlich auf einer Tour irgendwann nerven. Das stimmt schon. Hört er ja hier. Ja. Werktest müsste ich eigentlich irgendwann auch nochmal damit machen. Müssen wir mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Schauen wir mal. Ja, wer einen geräuschfreien Motor haben möchte, muss ich halt so einen Direktläufer kaufen. Das ist besser wie so ein getriebener Motor. Also vom Geräusch her. Als nächste größere Tour steht dann, wie gesagt, die Deutschlandtour 2023 auf dem Programm. Ziel soll der Südschwarzwald sein. Mal gucken, ob ich es bis dahin schaffe. Ja, kann ich etliches dazwischen kommen. Und da will ich, wie gesagt, das Liegerad wieder hernehmen, wie letztes Jahr. Mal gucken, ob ich wieder autark unterwegs bin. Ja, und hier habe ich jetzt wieder auf legal gestellt. Bin jetzt auf Stufe 3 unterwegs. Macht also 300 Watt, 280. Ja, jetzt ist er schon auf 27. Da regelt er dann runter. Es funktioniert alles super. Gucken, wie viel der Akku noch hat, wie viel Spannung. Aber der ist noch bei 52,5 Volt. Wenn ich nicht trete, wenn ich trete, bei 51, 52. Ja. Gut, haben wir die Runde gemacht. Ja, eine Klingel braucht er jetzt auf jeden Fall nicht mehr, die Stahlritze. Hat man ja davor schon gehört, den Motor. Aber jetzt, wie gesagt, ist es doch ein bisschen lauter geworden. Ja, muss man dann selber entscheiden, das nervt oder nicht. Wenn nicht, kann man sich auf der Plastikritze reinbauen. Was ist hier los, Revolution? Bisschen Späßchen muss sein, ja. Tut mal. Vielleicht zu langsam. Ihr braucht einen Anhänger fürs Fahrrad. Ja, wir haben keinen. Wir müssen Oma fragen, ob sie das Geld gibt, bekommen. Soll ich einen Fahrradanhänger bauen? Wir hatten vorhin einen Einkaufswagen, wir haben Gurte mit und haben den dann fest. Mhm. Wir müssen zu Flora Park. Die brauchen eine Fahrradanhänger hier, die jungen Leute. Da bin ich wieder. Ja, hat alles gut geklappt. Okay, ihr Lieben, das soll es jetzt kurz mit der Motorreparatur und der kleinen Testfahrt gewesen sein. Wie gesagt, wie sich das Ganze langfristig schlägt, werdet ihr hier auf dem Kanal sehen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ja, macht euch einen schönen Tag, fahrt selber raus. Jetzt wird das Wetter schön. Ja, bis demnächst. Ciao, euer Edu René.